Redouane Taghi war einer der meistgesuchten Rauschgiftbosse dieses Jahrhunderts in Europa. Er hat es immer wieder geschafft, seine Konkurrenten auszuschalten, war Drahtzieher an der Liquidation des niederländischen Kriminalreporters Peter de Vries und hatte enge Verbindungen zum Caloago-Kartell. So wie wir in vielen meiner Videos gesehen haben. Er fing klein an, indem er Hasch schmuggelte und endete mit geschätzten hunderten Kilos des weißen Goldes. Redouane Taghi hat es immer geschafft, die Leute, die ihm drankriegen wollten, zu eliminieren oder ihn zu entwischen. Doch gegen einen Gegner hatte er keine Chance und er wurde ihm zum Verhängnis. Am 16. Dezember 2019 verhaftete die Polizei ihn im Emirat Dubai und das war keine gewöhnliche Verhaftung. Heute die unglaubliche Verhaftung von Redouane Taghi in Dubai. Kurz nochmal, bevor das Video startet, im letzten Video gab es ein Gewinnspiel und zwar hatten zwei Leute von euch die Möglichkeit, einen 10-Euro-Gutschein zu gewinnen. Hier sind die Gewinner eingeblendet. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Skript gerade schreibe, weiß ich noch nicht, wer gewonnen hat, aber das sind auf jeden Fall die glücklichen Gewinner mit einem random Common Picker ausgewählt. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wie ich euch kontaktieren kann. Und in diesem Video hat auch einer von euch die Möglichkeit, einen 10-Euro-Gutschein zu gewinnen. Einfach hierfür einen Kommentar schreiben. Desto mehr Kommentare ihr schreibt, desto höher ist die Gewinnchance. Daran kann ich leider nichts ändern. So ist das halt mit dem Comment Picker. Außerdem müsst ihr Abonnent dieses Kanals sein und das Video liken. Ob ihr es dann letztendlich liked, kann ich nicht überprüfen, aber wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr eine Bewertung da lässt zur Unterstützung. Im letzten Video hatte ich übrigens einen Fehler drin und zwar war Arafat nicht im Gefängnis, er war nur in U-Haft für kurze Zeit. Ich hatte dann eine falsche Quelle. Habe ich auch in einem angepinnten Kommentar erwähnt. Hat zwar nicht jeder gesehen, aber jeder macht mal Fehler. Wichtig ist einfach nur, dass man dann zu ihnen steht und ich werde jetzt auf jeden Fall besser die Quellen überprüfen. Und ach ja, Kuss geht auf jeden Fall auch raus an Plugbro oder Hamburg, richtig random in einer 6-Euro-Spende. Freut mich mega sowas. Und wenn ihr Mitglied werdet, unterstützt mich auch extrem, da ich mit vielen Videos kein Geld verdiene und ich zum Beispiel mit den Gewinnspielen auch Kosten habe. Aber das war auch schon wieder viel zu viel Gelaber. Jetzt starten wir mit dem Video und es wird echt extrem spannend. Redouane Taghi müsste mittlerweile einigen von euch ein Begriff sein. Anfang dieses Jahrhunderts tauchten ein paar Geschichten über Gwyneth Marta und Benaouf A auf. Benaouf A war ein Crip und außerdem mit vielen Moko-Mafia-Banden in enger Verbindung. Darüber haben wir schon in einem anderen Video gesprochen, schaut euch das gerne auch an. Über Gwyneth haben wir bis jetzt noch nie gesprochen. Er war auch in Rauschgiftgeschäft groß tätig und stand in engem Kontakt mit Redouane Taghi und Benaouf A. Dies war allerdings kein positiver Kontakt, sondern eine langanhaltende Feindschaft, die zu einem tragischen Ende führte. Gwyneth verstarb und Benaouf sitzt mittlerweile im Gefängnis. Diese Vorfälle, die auf den ersten Eindruck schlecht wirkten für die Unterwelt, stellten sich aber als ein riesiger Vorteil für Taghi heraus. Die beiden Big Player waren vom Rampenlicht verschwunden. Und so machte sich Platz für den damals noch nicht so bekannten Redouane Taghi. Taghi fing bereits mit 17 Jahren an, im Haschgeschäft tätig zu sein. Das lässt wahrscheinlich auf seine Herkunft, nämlich Marokko, schließen. Dass das Land mit der größten Haschproduktion weltweit ist. Über ein Drittel kommt aus Marokko und das für einen günstigen Einkaufspreis. Vor allem, wenn man so wie Taghi Freunde oder Verwandte in seiner Heimat hat. Man sagt ja gerne, zeig mir deine Freunde und ich zeig dir, wer du bist. Deswegen kann sich wahrscheinlich jeder von euch denken, dass er eine gute und günstige Quelle dort hatte. Eine recht lukrative Art, Geld zu verdienen als Krimineller. Denn in den Niederlanden und in Belgien konsumiert rund jeder Dritte. Und in den Niederlanden wird tatsächlich auch öfters bei Straßendealern anstatt im Coffeeshop gekauft. Allerdings wird auch viel Stoff illegal in die Coffeeshops geliefert. Das bezeichnet man als Backdoor-Problematik. Aber das ist ein ganz anderes Thema, vielleicht für ein anderes Video. Doch beim Haschverkauf und Schmuggel blieb es nicht lange. Taghi baute sich ein großes Vermögen auf und konnte so mit dem angesammelten Geld, was eine große Summe sein wird, wenn man tonnenweise von der braunen Knetmasse verkauft, so wie Play-Doh. Okay, der war schlecht. Durch seinen kriminellen Kontakt in der Unterwelt knüpfte er auch schnell Beziehungen zu Leuten, die das berühmte weiße Gold vertrieben. Und da ihm nun die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung standen, konnte er direkt von Südamerika mit Containerschiffen reines Weiß an die Antwerpener oder Amsterdamer Häfen liefern. Doch das weiße Gold bedeutet nicht nur Reichtum und Luxus. Es bedeutet auch nicht ausgesorgt zu haben und ein sorgenloses Leben zu haben. Nein, es bedeutet genau das Gegenteil. Du hast Feinde, Neider und vor allem die Kriminalpolizei im Nacken. Und die Kombination aus diesen drei Dingen wurde Taghi zum Verhängnis. Er war zwar schlau und skrupellos, aber nicht schlau genug, um dann aufzuhören, wenn es am schönsten ist. Bei der spanischen Polizei
tauchte bereits 2013 sein Name in Ermittlungsakten wegen eines Mordfalls auf. Damals wurde ein hochrangiges marokkanisches Vorstandsmitglied zur Strecke gebracht und die Vermutung lag sehr nahe, dass Tagi etwas damit zu tun hatte. Die spanische Polizei fing langsam an, Informationen über Tagi herauszufinden und merkten schnell, dass er groß im Geschäft ist. Tatsächlich leitete die spanische Polizei diese Information an die niederländische Polizei weiter, aber die interessierte sich anscheinend nicht weiter für den Fall und stellte das Verfahren ein. Weshalb überhaupt die spanische Polizei eine Ermittlung gegen Tagi führte, ist recht einfach zu erklären. Die Meerenge von Gibraltar, also ein ganz kleiner Teil unter Spanien und über Marokko, ist der Punkt, wo jedes Jahr tonnenweise Knetmasse mit Speedbooten von Marokko nach Europa gebracht wird. Die Grenze zwischen Spanien und Marokko ist der Rauschgift-Umschlagplatz Nummer 1 in Europa. Und auch rund ein Viertel des hier verkauften Grün kommt aus Spanien. Ich umschreibe übrigens immer die Wörter wegen Werbefreundlichkeit, falls ihr euch wundert, viele Videos werden gelb. Nach diesem Vorfall in 2013, der tatsächlich nicht wirklich Wellen geschlagen hat, wurde es recht ruhig um Tagi. Bis 2015 etwas passierte, was die ganzen Dinge, die man als Polizist über Tagi wusste, auf den Kopf stellte. Ein Mann, der den Namen Ebrahim Buzo trägt, erstattete Anzeige bei der niederländischen Polizei gegen Tagi und seinen Handlanger Sahid Rozuki. Das tat er, weil er auf der schwarzen Liste von Tagi stand. Und zwar nicht irgendeine Liste, sondern die Liste von den Leuten, die aus Tagis Sicht kein Recht auf Existenz hatten. Wenn du bei Ridwan Tagi, Boss eines großen Moko-Mafia-Netzwerks und gesucht von Europol, auf solch einer Liste stehst, dann stehen die Karten schlecht für dich. Tagi hat schon in der Vergangenheit klargemacht, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Peter de Vries stand ebenfalls auf der Liste und ein paar Wochen nach Tagis Drohung starb er. Ein Mitglied einer anderen Moko-Organisation aus Kriminellen, der sich in Tagis Geschäfte einmischte, stand ebenfalls darauf. Auch er hat es nur ein paar Wochen geschafft. Und Ibrahim Buzo stand auch auf dieser Liste. Aber was mit ihm passierte, erfahrt ihr noch. Tagi hatte Buzo auf seiner Liste, weil er geholfen hatte, einen guten Freund von Tagi zu entführen, der einen Coffeeshop betrieb. Die Polizei stellte im selben Jahr auch viele Handys sicher von Leuten, die mit Tagi in Verbindung standen. Tagi versuchte, die Beweise zu vernichten, aber es war viel zu spät, dass das etwas gebracht hätte. Die Polizei kann zum Beispiel WhatsApp-Chats bis zu 2 Jahre in die Vergangenheit wiederherstellen. Und selbst bei angeblich sicheren Messenger-Plattformen wie Telegram oder Wicker ist es der Polizei schon öfter bei ähnlichen Messengern wie Encro gelungen, die Plattform zu hacken und so viele Kriminelle zu schnappen. Für die Leute, die so etwas wie Free Ridwan Tagi in die Kommentare schreiben, hört euch die folgende Geschichte an. Im Jahr 2016, am 17. April, wurde Samir Eragib liquidiert. Den Auftrag gab Tagi, weil er dachte, dass Samir bei der Polizei über ihn ausgepackt hatte. Nur als kleine Info, Tagi stand damals bereits auf der Most Wanted Liste von Europol, also wurde in ganz Europa gesucht und hat es trotzdem geschafft, jemanden verschwinden zu lassen. Als Sami merkte, dass er auf der schwarzen Liste stand, tauchte er unter und hatte so die Hoffnung, dass er von Tagi nicht erwischt werden konnte. Aber wie wir bereits gehört haben, ist das fast in jedem Fall zwecklos. Tagi drehte komplett durch und bot einem seiner Leute 1 Million Euro an, wenn er in Samirs Haus läuft und seine ganze Familie zur Strecke bringt, wenn Samir nicht aus dem Haus kommen würde und sich seinem Schicksal ergeben würde. Der Mann, der diese Aufgabe erledigen sollte, wartete tagelang vor Samirs Haus und eines Tages kam er raus und ging zu seinem Auto. Der Mann feuerte los, und Samir überlebte es nicht. Viele Leute würden jetzt vielleicht immer noch Tagi glorifizieren, weil sie nichts von Verrätern halten. Aber ihr habt eine Tatsache noch nicht gehört. Seine 7-jährige Tochter saß neben ihm im Auto. Doch Tagi war nicht unantastbar. So wie wir in vielen vergangenen Geschichten von großen Rauschgifthändlern wie El Chapo und Escobar hörten, ist das niemand, der solch einem Geschäft nachgeht. Für viele Kriminelle der Welt war Dubai ein Hotspot und viele dachten, dass sie dort ungestört ihr Business von weitem führen konnten. Aber dem war nicht so. Dubai ist ein Reiseziel für viele Reiche, aber auch Menschen der Mittelschicht. Und deshalb wollen sie ein gutes Image haben. Deshalb startete die Polizei von Dubai eine große Offensive gegen die kriminellen Netzwerke. Die Polizei folgte vielen engen Vertrauten von Tagi und diese führten sie zu einem potenziellen Ort,
wo sich Tagi hätte aufhalten können. Eine große Villa mit Jalousien, die unten waren und die recht verlassen wirkte. Doch die Polizei observierte die Villa und fand heraus, dass sich dort jemand aufhielt, der sich nur nachts heraustraute. Die Polizei hatte nicht viele Indizien, die dafür sprachen, dass Tagi sich dort aufhielte. Es waren schließlich nur die Leute, die mit Tagi befreundet waren, die zu der Villa Medizin und Essen brachten. Das könnte vielleicht auch ein Zufall gewesen sein, doch die Polizei von Dubai entschied sich dazu, einzugreifen und eine Offensive mit einem Spezialkommando durchzuführen, um die Wohnung zu stürmen. Die Polizei stürmte das Haus und der Mann, den sie dort vorfanden, war tatsächlich Ridwan Tagi, einer der meistgesuchten Verbrecher zu diesem Zeitpunkt. Er traute seinen Augen nicht. Er hat sich unantastbar gefühlt, doch das stellte sich als Fehler heraus. Er war es nicht. Tagi dachte, er sei in Dubai mit seiner riesigen Menge an Geld, die ebenfalls im Haus sichergestellt wurde, seinen Luxusuhren, die Millionen von Euro kosten und seinen Luxussportwagen, die noch mehr kosten, sicher. Und die Polizei von Dubai würde sich nicht dafür interessieren. Doch falsch gedacht. Das Verfahren läuft immer noch. Wenn man jahrelang so einen Einfluss auf die Unterwelt hatte und so viele Menschen auf dem Gewissen hat, ist es nur logisch, dass dieser Prozess noch einige Jahre gehen wird. Doch für Tagi wird sich nicht viel ändern. Er wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sein Leben lang im Gefängnis sitzen. Die einzige Frage, die sich stellt, ob dies in Dubai oder in den Niederlanden der Fall sein wird. So Freunde, das war's mit dem Video, lasst unbedingt eine Bewertung da und ganz wichtig, ein Abo mit Glocke. Das nächste Video ist auch schon geplant mit sehr, sehr krassen angeblichen Enthüllungen zu Manuelsen und den Hells Angels. Da gab es nämlich so einige Dinge, die anscheinend nicht so schön waren. Dafür gerne den Kanal abonnieren, damit ihr das nicht verpasst. Aber das soll es auch mit dem Video gewesen sein und damit ciao.